Guten Morgen, ich bin Saksuro und ich nehme euch heute mit zu Blutspende, um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf dieses wichtige Thema zu lenken. Ich verfolge heute einen Tag oder einen Vormittag Linda, wie sie etwas spendet. Moin, ich bin die Stimme aus dem Cut. Das hier ist die liebe Linda. Man kennt sie vielleicht von Instagram, das wäre ihr Account. Und sie hat mich gefragt, ob ich ihr helfen kann, ein paar Foto-Videoaufnahmen für sie zu machen, um halt Aufmerksamkeit auf dieses wichtige Thema zu lenken. Und deswegen dieses Video hier und weiter geht's. Und werde gleichzeitig auch selber was spenden. Ja, also kommt mit! Als allererstes füllt man einen Fragebogen aus. Das ist, egal wo man spendet, fast immer gleich. Also die Fragen ähneln sich zu 99%. Es sind oft auch sehr intime Fragen und wichtige Fragen, um zu schauen, ob man überhaupt geeignet ist. Dann würde ich einmal den Blutdruck messen gerne. Und so einmal den Ärmel so ein bisschen nach oben. Genau, perfekt. So ein bisschen näher rücken, ne? Ja, super. Können Sie das ganz locker ablegen, den Arm? So, darf ich den Finger nehmen? Ja, ja, ist super. Okay. Man piekst es einmal, nicht erschrecken. Gut, das war's schon. Dann zeige ich ihn jetzt so ein bisschen raus. 13,2 ist ihr HB, das ist völlig ausreichend. Bei Frauen ist die Grenze 12,5 und das sieht sehr gut aus. Können Sie ganz locker ablegen? Ja. Dann messe ich auch bei Ihnen einmal die Temperatur. So, nachdem Linda an der Reihe war, bin ich es nun auch. Als allererstes misst man einmal die Temperatur, dann den Blutdruck und den Puls und anschließend durch einen kleinen Pieks in den Finger, um ein bisschen Blut zu entnehmen, wie der Eisengehalt ist. Der ist ja sehr ausschlaggebend, ob man spenden darf oder nicht. Und der war bei uns beiden auf jeden Fall ziemlich in Ordnung. Glaube ich Ihnen jetzt auch so ein bisschen Blut raus? Ich hoffe, die Eisenwerte sind gut. Bestimmt. Ja, 16,1. Das ist per 5 bei Mama. Okay. Und da sind Sie deutlich drüber, also ja. Der ist wirklich richtig gut. Dann können Sie sich gerne noch mal ins Wartezimmer setzen und der Doktor spricht gleich mit Ihnen, ja? Also, dann erzähle ich Ihnen mal was ganz allgemein über die Blutspende. Ja. Bei einer Blutspende werden Ihnen knapp 500 Milliliter Blut abgenommen. 480, um genau zu sein, sammeln wir in den Beutel. Dazu kommen noch ein paar Röhrchen zu Untersuchungszwecken, sodass eben die Gesamtentnahmemenge etwa 500 Milliliter beträgt. Mhm. Untersuchungszwecke heißt, wir machen anlässlich jeder Blutspende eine Blutgruppenbestimmung. Wir machen jedes Mal ein Blutbild und wir schauen jedes Mal nach Infektionskrankheiten, womit gemeint sind verschiedene Formen der Hepatitis, also durch Viren übertragbare Leberentzündungen, Syphilis, eine Geschlechtskrankheit und HIV. Und darüber hinaus untersuchen wir Blut noch auf zwei weitere Erreger. Einmal den Erreger der Ringelröte. Ist ein für Erwachsene völlig harmloses Virus. Ist eine harmlose Kinderkrankheit. Also der Erreger tut einem Erwachsenen eigentlich nichts. Kann aber eben bedeuten, dass man sich als Erwachsener mit einer frischen Ringelröte-Ansteckung so wohl fühlt, dass man auch Blut spenden geht. Und das Problem dabei ist, dass der Erreger mit Blut übertragbar ist. Wenn er also auf jemanden gerät, der damit nicht so gut umgehen kann, dann kann er tüchtig krank werden und deswegen untersucht man gesunde Spenderinnen und Spender auch auf ein für sie selbst völlig harmloses Virus. Gut. Und dann untersuchen wir noch in der Zeit, in der die Mücken fliegen, ihr Blut auf den Erreger des Westnilvirus, wird durch Mücken übertragen, kommt ursprünglich aus Afrika. Hat aber den Sprung über die Alpen geschafft und auch da ist es so, dass viele Menschen, die damit infiziert sind, das überhaupt nicht merken, also keine Krankheitssymptome haben, aber sehr wohl mit ihrem Blut ansteckend wären. Und da das Viech also auch durchaus Hirnhautentzündung machen kann, ist klar, dass man eben in der Zeit, in der die Mücken fliegen, also zwischen Juni und November, auf dieses Virus untersucht. Gut, grundsätzlich gilt, solange Sie von uns nichts hören, ist bezogen auf das, was wir an Ihrem Blut untersuchen, alles in Ordnung. Heißt umgekehrt, wir würden uns aktiv bei Ihnen melden, sollte uns etwas Besonderes auffallen. Gut, wenn Sie wirklich mal einen Brief von uns bekommen mit der Bitte für eine Nachuntersuchung, fallen Sie nicht aus allen Wolken, sondern kommen Sie bitte erstmal vorbei.
Man muss einfach wissen, diese Tests sind hochempfindlich, die wir da machen. Und die schießen auch gerne mal eine Fahrkarte, wie man auf Deutsch sagt. Das nimmt man bewusst in Kauf, um eben die Blutkonserven so sicher wie möglich zu machen, dass der Empfänger so gut wie möglich vor diesen Erkrankungen geschützt ist. Bei so zweifelhaften Testergebnissen macht man deshalb auch zunächst mal spezielle Nachuntersuchungen, um zu prüfen, ist denn an dem Testergebnis überhaupt was dran. Und in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle stellt sich auch dabei heraus, dass das alles Quatsch ist, also dass die Tests falsch reagiert haben, falsch positiv reagiert haben. Weil das so ist, würde man ihnen bei einem solchen Anschreiben und auch bei der Testblutentnahme nicht verraten, welchen Test wir kontrollieren, weil wir sie nicht beunruhigen möchten hinsichtlich einer bestimmten Erkrankung, eben weil ja in der Mehrzahl der Fälle dabei rauskommt, dass daran nichts ist. Und sie bekämen schnellstmöglich die Entwarnung. Und es macht keinen Sinn, sich in der Zwischenzeit Sorgen über eine Erkrankung zu machen, die man gar nicht hat. Sollten wir tatsächlich etwas Behandlungsbedürftiges finden, setzen wir uns selbstverständlich hier in Ruhe zusammen und besprechen, wie es denn dann weitergehen soll. Mhm. Gut. Kommen wir zurück zum Blutspenden. Sie dürfen bis zu 4-mal im Jahr Blut spenden. Der Mindestabstand zwischen 2 Spenden darf dabei 8 Wochen auf keinen Fall unterschreiten. Insgesamt gilt für Frauen aber auch, dass in einem Zeitraum von 12 Monaten auch nicht mehr als 4 Blutspenden dabei herumkommen dürfen. Der Grund für diese Beschränkung ist der Eisenverlust durch eine Blutspende. Deswegen machen wir auch bei Frauen immer den Termin vorne, also handschriftlich an einem Tresen innerhalb von nach den nächsten 12 Wochen erst, damit man gar nicht erst in einen Eisenmangel hineinläuft. Ne? Gut. Zeitbedarf für eine Blutspende ungefähr 1 Stunde. Nicht, weil die Spende so lange dauert, sondern weil wir sie bitten, immer so viel Zeit mitzubringen, dass sie nach der Spende noch in Ruhe eine halbe Stunde bei uns verbringen können. Das ist die Zeit, die ihr Körper erfahrungsgemäß braucht, um sich kurzfristig von dem Flüssigkeitsverlust von 1,5 Liter zu erholen. Essen und Trinken vor der Spende bitte unbedingt. Man verträgt die Spende einfach besser und man kann es sich auch vorstellen, irgendwo muss der 1,5 Liter auch wieder herkommen. Der war nicht umsonst im Kreislauf, also denken Sie daran, vor der Spende ausreichend zu trinken. Da ist noch ein Kühlschrank, Kaffeemaschine haben Sie schon gesehen, können Sie sich gerne dran bedienen, gerne auch großzügig. Es guckt niemand schief, es ist genau dafür gedacht. Gut, was kann passieren? Es kann Ihnen schwindelig werden, es kann, wenn es blöd kommt, einem auch mal schlecht werden. Bis hin zu einer kurzen Ohnmacht können Kreislaufreaktionen gehen auf den Flüssigkeitsverlust und dem kann man am besten entgegenwirken, indem man vorher ausreichend trinkt. Dann kann es mal sein, dass wir mit einem blauen Fleck in der Ellenbeuge nach Hause gehen. Ja, genau, das macht niemand von uns mit Absicht, es ist in der Regel harmlos. Wenn Sie wirklich Beschwerden bekommen sollten an der Einstichstelle, bitte kommen Sie schnellstmöglich vorbei und zeigen uns das. Wenn Sie hier niemanden antreffen sollten, können Sie auch gerne oben in die Ambulanz des Krankenhauses gleich direkt gehen. Das gehört ja zusammen. Eine Einstichstelle nach Blutspende macht keine Beschwerden. Alles, was darüber hinausgeht, sollte man sich wenigstens einmal ansehen. Gut, und noch abschließend, da man einen spitzen Gegenstand nimmt, um an das Blut zu kommen und den unter der Haut anderer Leute unterbringt, kann man dabei rein theoretisch auch was kaputt machen, sprich Nervenschäden. Wichtige Nerven sollten da nicht sein, wo wir hinpieken, aber es gibt Körperbauvarianten und somit kann es im Einzelfall da auch mal eine Nachbarschaft geben, die überraschend ist. Nervenschäden sind fies, weil sie anhaltend Beschwerden machen können, im Sinne von Taubheit, Kribbeln bis hin zu Schmerzen im Versorgungsgebiet des betroffenen Nerven. Also nach dem Lichtschalterprinzip können solche Beschwerden durchaus auch körperfern der Verletzungsstelle auftreten und wie lange sowas anhält, weiß man ehrlicherweise immer erst, wenn es weggegangen ist. Gut, man muss aber auch dazu sagen, dass solche Beschwerden, vor allen Dingen lang anhaltende und wirklich nervige Beschwerden, extremst selten sind nach Gefäßpunktionen. Sonst hätte Ihnen Ihr Hausarzt längst etwas darüber gesagt, bevor er Ihnen mal Blut abgenommen hat. Das kommt extrem selten nur vor, dass überhaupt Beschwerden entstehen hinterher. Trotzdem, da es hier keinen Grund gibt, Sie zu pieken, außer dem, dass Sie freiwillig zur Tür reinkommen und Ihren Arm hinhalten, gehört es in so ein Gespräch mit hinein. Haben Sie eine Frage dazu? Nee. Gut, das freut mich. Nachdem Linda und auch ich unser aufklärendes Gespräch mit dem Arzt hatten, wurde es langsam ernst. Ich bin ja Ich bin ja
Rechts oder links? Links. So, zwei Möglichkeiten, entweder da oder da. Das ist ja schön. Das ist auch angenehm, ne? Ich hab den einmal und schmeiß in die Rolle. Brauchst du was dazu, jawohl. Okay. So. Auf, kannst du auf. Ja. So, den. Ja. Und dann kann man das an der Stelle abtrennen. Okay. Ne? Das ist so genug Flüssigkeit für die Teströhrchen? Für die Teströhrchen ist es ausreichend. Jetzt gehe ich hier auf OK und dann. Linda ist fertig, nun bin ich an der Reihe. Jetzt geht's ab auf die Liege. Dann wird der Arm desinfiziert, die Nadel wird reingestochen und das Blut wird quasi abgezapft. Ja, so schnell geht's. Nach nur 6 Minuten war ich dann auch schon wieder fertig. Dann durfte ich noch kurz sehen, was mit dem Blut passiert. Ein Teil wird so im Kühlschrank gelagert, ein anderer Teil wird bei minus 40 Grad schockgefrostet, nämlich das Plasma. Das ist so ein Gefrierschrank? Nee, das ist ein Kühlschrank. Ein Kühlschrank. Das ist ein Kühlschrank, der hat eben so unter 4 Grad und Sie sehen, da ist nicht wirklich viel drin. Also es sollte voller sein? Der sollte voller sein. Okay, gut zu wissen. Hier ist einer auf, weil er gerade abgetaut wird. Ja. Und hier ist einer minus 40 Grad. Ja. Ah, okay. Ja, und da sind wir dann ja. Die Plasma drin. Okay. Ja. Alles klar? Ja, auf jeden Fall. Gut. Dankeschön. Ja. Und Sie trennen das dann auch hier? Mit denen die Blutkonserven aufgeteilt werden, sozusagen abgequetscht werden. Und die Systeme geben das dann praktisch so her, wo das dann hinfließt jeweils. Danke wieder. Vielen lieben Dank ans EVKB Bethel für diese Möglichkeit, dass wir da drehen durften und für diese Einblicke hinter die Kulissen. Es fühlt sich einfach gut an, etwas gespendet zu haben. Und hier sieht man nochmal Linda, wie sie gerade ihre Story macht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.